So Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Silber. Oh yeah! Heute und die nächsten paar Tage einmal ohne den lieben Morphus, da das sich zeitlich bei uns nicht anders ausgegangen ist, müsst ihr mal mit mir vorlieb nehmen. Und wie irgendwie ziemlich häufig am Anfang eines Parts bekommen wir einen Anruf, diesmal von Udo, dem Käfersammler. Silber, howdy! Ich bin's, Udo. Ist es heute nicht schön? Willst du kämpfen? Es wird nicht so leicht wie das letzte Mal sein. Dies ist der Ort, an dem du mich findest. Route 35. Bis später. Klick. Tüt. Tüt. Ja, also einige wollen Rückkämpfe. Ich muss gleich mal gucken, wo waren wir stehen geblieben. Wir hatten ein paar Pokémon. Ah, okay. Vati ist ein wenig angeschlagen. Mal schauen. Ich würde gerne mal die Pokémon gerne auf ein ähnliches Level bringen. Tausch mit dem und du tauscht mit Badi. So, dann wissen wir mal ungefähr, wen wir alles noch trainieren müssen. Und ansonsten alles wie gehabt. Wenn wir da runterfallen, fallen wir ein Stockwerk weiter runter. Oh, der hat doch bestimmt Feuer-Pokémon. Das war vielleicht nicht gut, Fenster reinzugeben. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. Ja, das ist bestimmt ein Gentleman. Sieht so Gentleman-mäßig aus. Gentleman Felix möchte kämpfen. Schick Vulcano in den Kampf, es war klar. Los, Knuffenser, komm zurück, denn du bist ein Pokémon, das ich hier gerade nicht gebrauchen kann. Felino, los! Ja, wir sind ein wenig, eigentlich sind wir gar nicht so sehr unterlevelt, wir sind halt auf gleichem Level. Wann entwickelt sich eigentlich Felino, was ich alles nicht weiß? Surfer, Silberblick, ach, es ist auch noch schneller, kommt schon. Und das war ziemlich gut. Wir bräuchten sowas wie Ruckzuckhieb auf Felino. Irgendwas, was Prio hat. Also so ein lahm Pokémon. Ja, die Attacke ist sehr effektiv. Vulcano wurde besiegt. Felino erhält 172 Erfahrungspunkte. Vulcano ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, ich möchte das alles für Felino. So, als nächstes kommen wir in eine Kampfarena. Da wird sich Hapsi ein wenig beweisen können. Da wir kein Psycho-Pokémon haben, oder? Haben wir was mit Psycho? Ich glaube nicht. Ich glaub's nicht. Nochmal Surfer. Er setzt Biss ein. Das könnte wehtun. Das hat wehgetan. Mach das schnell, damit das Piepen aufhört. Felino erreicht Level 19. Gentleman Felix wurde besiegt. Ja, wir wollen mal gucken, dass wir in diesem Teil auf jeden Fall noch hoch in den Leuchtturm kommen. Und schauen, was für ein krankes Pokémon sie da behandelt. Was haben wir denn für... Wir nehmen mal Energiestaub, weil irgendwie bei Felino ist es nicht so wichtig, dass es uns mag. Das ist bitter. Ja. Bei Felino ist es nicht so wichtig, dass es uns mag und das gleiche. Das ist so bitter. Dass uns das egal ist. Ja, Vati brauchen wir gerade nicht, deswegen. Wo müssen wir lang? Wir gehen erstmal da oben lang. Ich wette, da gibt es nur ein Item. Jasmin ist die Arenaleiterin dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Dim, bam, 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 badam, bam, bam, badadadam, badam, bam. Göre Ramona schickt Meryl in den Kampf. Dam. Da ist unser Knuffenser, ja, ganz gut. Ranken hieben wir es zu Tode. Aber Meryl hat nicht so eine schlechte physische Verteidigung. Und
wir sind immer noch zwei Level drunter, Entschuldigung. Rechnen muss man können, Mathe. Ja, ist eine Weile her, ne? Gerankter Hieb. Die Attacke ist sehr effektiv. Gegen Marisches Merre wurde besiegt. Ramona wurde besiegt. Meine Pokémon. Silverhack 504 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Oh yeah. Kommen wir dann nur einen Stockwerk zurück? War gut, dass wir hier waren. Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Da gibt es ein Item. Sind wir auf der rechten Seite runtergesprungen oder auf der linken? Oder kommen wir jedes Mal vor Matrose Pepe raus? Keine Ahnung, auf jeden Fall werden wir sein Quapuzzi in den Arsch treten. Quappo ist auch ein cooles Pokémon. Werden wir auch noch begegnen? Duplexieb. Bam. Bam. Okay, reicht auch. Dreimal getroffen. Ja, wir ranken hieben es weiter. Volltreffer, sehr gut. Ich hatte nämlich gerade Angst, dass es Hypnose einsetzen könnte und das wäre nicht so cool. Knuffenser reicht Level 20. Das ist sehr cool. Pepe wurde besiegt. Okay, Silver findet Äther. Äther können wir später mal. Äther brauchen wir erst später. Jetzt muss ich mal gucken, wenn wir hier. Okay, wir sind wirklich auf der falschen Seite runtergesprungen. Okay. Erstes Item, ganz tricky. Silver findet Superball. Und dann quatschen wir den trotzdem noch an. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Naja, gut. Seien wir mal nicht so. Matrose Cornelius möchte kämpfen. Schickt Macholo in den Kampf. Das sieht mir doch eher aus wie ein Kampf für unser Hapsi. Los, Hapsi, du bist zwar schon relativ Level hoch, aber... Level hoch, Level stark. Aber das ist nicht so schlimm. Schnabel. Die Attacke ist sehr effektiv. Gegnerische Machaule wurde besiegt. So, ich muss erstmal ein wenig... Ich muss mein Tablet auf stumm stellen, nicht, dass das auf einmal anfängt zu plingen. Quapuzzi, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Knuffenser, du darfst wieder. Hab sie genug, komm zurück. Und wir brauchen unbedingt die nächste Pflanzenattacke. Also müsste Rasierblatt sein. Rankenhieb mit 10 AP ist doch recht wenig. Ich würde sogar sowas wie Absorber nehmen. Da müssen wir überlegen, welche Sporen wir rausgeben. Wahrscheinlich das Schlafpuder. Ja, ich möchte das Pokémon nochmal wechseln. Auch wenn mal Knuffenser jetzt richtig schön Level abkriegen könnte. Schnabel. Schnabeln wir es zu Tode. Dieser Attack ist sehr effektiv. Ja, kennen wir schon. Mein Boxensystem macht gerade Stress mit meinem Handy hier. Gibt's nicht. So. Oh. Ja, wir müssen mal auf dem Weg nach draußen dann noch ein bisschen kämpfen. Okay, das war also definitiv der richtige Weg und wir mussten da sogar lang. Wir finden einen Supertrank, den kann man immer gut gebrauchen. So, ansonsten gibt es hier gerade nichts mehr und da haben wir Jasmin. Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß, dass es eine gut sortierte Apotheke in Anemonia gibt, aber dafür musst du über das Meer und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtig zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen? Bitte. Okay, jetzt wissen wir, dass wir die Medizin besorgen müssen und schon könnten wir zurückgehen. Wir gehen aber hier erstmal hier oben lang zurück. Zu gucken erstmal. Können wir prinzipiell erstmal Felino vornehmen.
austauscht. So, und dann gucken wir mal, wen wir noch alles. Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogel-Pokémon sind in Bestform. Okay, Flug-Pokémon. Da hätten wir Vati vorpacken können. Dann war es nicht so schlimm. So. Wir hauen es kaputt mit Surfer. Setz Schnabel ein und... Oh, 12 Schaden. Ja, jetzt müssen wir aber ein bisschen was daher machen. Ja, doch, das ist in Ordnung. Das waren jetzt nur 11 Schaden. Also, wir haben einen Mittelwert. Irgendwie bei 11, 12. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Ich habe gerade meinen Bildschirm. Aber wir wissen ja, es sind Vogel-Pokémon. Also, Ibitak, ja. Habe ich auch. Meins ist stärker. Donnerschock. Weil. Natürlich ist es schneller. Dreimal getroffen. Hier heißt es ja noch allein drei Treffer. Ja, später heißt es, glaube ich, dreimal getroffen. Ha, ist es paralysiert. Ich habe schon überlegt, hätte ich erst die Donnerwelle spammen sollen, aber damit ich schneller bin halt. So, wenn wir es jetzt noch schaffen in der restlichen Zeit, wir haben noch knapp 8 Minuten. Nein, wir möchten das Pokémon nicht wechseln. Wenn wir es schaffen in der Zeit jetzt noch schnell den Turm fertig zu bekommen, das wäre wunderbar, wäre das. So, wurde besiegt. Und ich muss dann mal beim nächsten Mal mich erkundigen, inwiefern, wie viele Level wir noch brauchen. Silver findet hier TM34. Ich wette, da unten ist noch jemand. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Wir gucken jetzt, ob da unten noch jemand oder etwas ist. Na, guck mal einer schauen. Ein Sonderbonbon, ja, das hätten wir nicht liegen lassen wollen. Mir vielleicht beim zweiten Mal noch gefunden, aber... Ah, da ist der Matrose. Ja. Man sieht sie in der Zeit nicht einmal lächeln. No. Schickt Krabi in den Kampf, das ist mal eine Auswahl. Da kann Felino nicht viel machen, aber Knuffenser kann. Kann Krabi hier schon Krabhammer? Ich glaube nicht. Klammer kann ich. Na gut. Das war jetzt nicht ganz so cool. Ich hoffe, unser Rankenhieb reicht aus. Ja, das ist sehr schön. So, Knuffenser erreicht Level 21. Das ist in Ordnung. Jetzt könnte er einen Kampf-Pokémon schicken. Krabi. Ah, schade. Ja, ich werde mein Pokémon definitiv wechseln. Nee, du willst nicht. Ich glaube mal, das will nicht. Wir versuchen es mit Vati. Donnerschock. Dürfte etwas wehtun. Ja. Sehr schön. Ach, wie ich mich freue, wie ich dieses Spiel früher geliebt habe. Also die zweite Generation ist einfach... Hey, Knuffenser entwickelt sich. Yeah, sehr schön. Ich glaube, es lernt danach auch gleich Rasierblatt? Fragezeichen. Glückwunsch, dein Knuffenser wurde zu Ultrigaria. Ein sehr cooles Pokémon. Ja, es erlernt nichts, okay. So, bis hierher waren wir ja schon, weil die haben wir besiegt. Das heißt, wir können jetzt die Abkürzung hier nehmen. Die zweite Generation Pokémon war by far die meiner Meinung nach coolste Generation.
Allein diese vielen Features hier, zwei Gebiete und sowas alles. Das, ja, da kann nichts mithalten. Ich muss sagen, die neue, also das Remake der dritten ist auch sehr cool. Also es reiht sich da auf jeden Fall mit ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt die oder die Remake der dritten besser finde. Und was ich auch sehr gesuchtet habe und was ich sehr cool fand, waren die Spiele der vierten Generation. Also die Diamant habe ich damals gespielt. Auf dem Weg nach Anemonia City siehst du vier verlassene Inseln. Ungezogene Kinder werden zur Bestrafung auf diese Inseln geschickt. Was? Wenn ich umgezogen bin, macht mir Papa mit gruseligen Geschichten Angst. Ach, ungezogen, nicht umgezogen. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas kriegen. Hey, ich suche ein Pokémon. Wenn du einen Krabi hast, tauschst du es gegen meinen Voltoball? Ja. Achso, nee, ich hab ja gar keins. Ah, du hast auch keins? Das ist wirklich enttäuschend. Ja, Voltoball. Elektroball ist ein sehr, sehr schnelles Pokémon. Das heißt, es würde sich sogar lohnen, eins zu haben. Können wir da nirgendwo hinter? Bin ich doch noch nicht ganz sicher. Geheimnissucher Bloody ist auf dem Weg. Aber da kommen wir nicht hinter. Verdammt. Verdämmig noch eins. So, wir haben jetzt ein Ultrigaria und wir haben... Wir gehen nochmal ganz kurz einen Abstecher in den Markt machen. Denn, warte mal, ich muss erstmal gucken, was wir alles dabei haben. Beutel. So, leider können wir die nur einzeln umtauschen. Das ist nicht sehr sortiermäßig. Gut, wir haben einen Hypertrank. Und 5 Supertränke. Das heißt, wir kaufen auf jeden Fall nochmal 5 Supertränke. Und Pokebälle und Superbälle auf jeden Fall. Willkommen, womit kann ich dienen? Kauf. Superball. Es gibt nur Superbälle. Okay, das ist kein Problem. Kauf mir 5. Ah, wir haben 21.000. Ja, läuft. Dann kaufen wir da gleich mal 15. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld. Hypertrank haben wir einen, brauchen wir aber erstmal nicht mehr. Superschutz? Ach, nee. Wäre zwar eigentlich manchmal ganz nützlich, aber... So, unsere Reise wird uns jetzt... Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Wir gehen... Da ist der Leuchtturm, da waren wir Route 40. Über die Route 41. An den Strudelinseln vorbei nach Anemonia City. An die Strudelinseln wollen wir jetzt noch gar nicht. Da können wir erst später was machen. Tam-tadadam. Du kannst es nicht von hier aus sehen, aber Anemonia City liegt jenseits des Meeres. So, nach Anemonia City werden wir natürlich unsere Pokémon tauschen, weil Felino kann da nicht so viel ausrichten. Und auch wenn ich gesagt habe, ich will meine Pokémon relativ gleichmäßig trainieren, hier können uns Barty doch am meisten weiterhelfen, weil es ja, mehr AP hat als Ultrigaria. Die Serie ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja. Ach, wir setzen das erste Mal Surfer ein. Okay. Bam, 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 bam. Tentacool, Tentacool. Level 22 aus dem City-Pokémon halt hier auch etwas höherleveliger und wir müssen langsam mal ein wenig hinterherkommen mit dem Leveln. Aber ich glaube, wir sind noch ganz gut dabei. Ist halt immer relativ schwierig, wenn man keine Trainingssessions einsetzen will, dass man dann die Pokémon gleichmäßig trainiert und immer noch über dem Leveldurchschnitt bleibt. Also vielleicht mache ich zur Not irgendwann mal eine kleine Trainingssession. Barty erreicht Level 25. So, ich würde aber erstmal sagen, das war's für heute. Morgen müsst ihr auch nochmal mit mir Vorlieb nehmen. Und übermorgen auch. Und naja, mal schauen. Dann sollte eigentlich der liebe Morphus wieder dabei sein, je nachdem, wie es universitär klappt. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Pokémon Silber. Bis dahin und tschüss.